Also es wird relativ wenig mit Entwicklern zusammengearbeitet. Und ich glaube, da können wirklich Leute, Journalisten noch einiges lernen, einiges experimentieren. Und dadurch, dass es eben dieses Jahr zum ersten Mal den Prototon gibt, glaube ich, sehe ich da eine große Möglichkeit und eine große Chance eben für Leute, die sich bewerben, Formate dahingehend zu denken, wirklich Programmierer nicht einfach nur als Handlanger zu sehen, sondern wirklich als Teil eines Projekts. Ein zukunftsweisendes journalistisches Format ist für mich ein Format, das zwar alle Kanäle und alle neuen technischen Möglichkeiten ausnutzt oder zumindest Teile davon, aber auch nicht übertreibt. Also wir sehen auch öfters mal, dass Leute versuchen, alles, was technisch irgendwie möglich ist, in ein Format reinzupacken. Das muss nicht unbedingt sein, sondern es kann auch wirklich ein Element, mit dem man eine neue Idee kreieren kann, verwendet werden. Man sollte nicht von Anfang an nur auf die Veröffentlichung schielen, sondern das Formatfestival ist auch dafür da, zu experimentieren. Man bekommt einfach Zeit dafür, um auch ohne den Produktionsdruck sich Dinge zu überlegen. Mich würde vor allem interessieren, wenn Leute Formate einreichen, die auch mit datenjournalistischen Konzepten arbeiten. Also Datenvisualisierungen, versuchen mit großen Datenmengen zu arbeiten. Das braucht natürlich auch technische Hintergründe. Man muss sich damit ein bisschen auskennen, ein bisschen beschäftigen. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es in diesem Bereich auch Einreichungen geben würde.